Das ist ein Video, das kann ich euch mal empfehlen. Wir haben ja, wie gesagt, die Steve Jobs, Bill Gates Geschichte haben wir ja schon durch. Bill Gates, der nach London fährt, um ein Auto zu testen mit Autonomous Driving, also das völlig autonom fährt, aber mit einer ganz anderen Technologie. Man muss ja bedenken, also Bill Gates ist ein Billionär und Elon Musk ist ein Billionär. Jetzt fährt der eine Billionär aus Amerika, highly competitive, fährt nach London, um sich dann Startup-Unternehmen in London anzuschauen, wie die das gelöst haben in autonomen Autofahrten mit künstlicher Intelligenz, aber eine ganz andere Technologie, das Londoner Startup-Unternehmen da verwendet, und zwar nicht, indem man alle, wie wir es, glaube ich, die Politik es gerne hätte, man verbindet alle Geräte untereinander, miteinander, die Smartphones, die Tablets, die Computer, die Autos, die per Funktechnik untereinander sprechen, wenn sie sich, und das ist sozusagen jetzt ein ganz anderer technischer Ansatz, dass das über eine Kamera läuft, und das ist schon, also bin jetzt mal gespannt, wenn sich Elon Musk dieses Video anschaut, dass es so ist, also ein highly traffic London mit sehr vielen Obstacles, also sage ich mal, eine Großstadt. Ist ja so ein bisschen wie ein Verkehrsdschungel. Da herrscht teilweise chaotische Zustände mit Autofahrern, Radfahrern, Fußgängern, Ampeln etc. etc. Also das ist schon ein großes Obstacle, durch eine Großstadt mit so einem Wagen zu fahren. Ist jetzt technologisch ein ganz anderer Ansatz, aber ich wollte es nur mal erklären. Also es gibt zwei Billionäre im Highly Competitive Amerika. Die eine Firma wird gerade richtig viel Geld reingeschüttet, damit das dann unsere Autoindustrie auch schon Probleme bereitet oder auch nicht. Der hat ja nun auch schon einige Werke hier in Deutschland sitzen, der Herr Tesla, und jetzt auch neue Werke in China, wo er selber noch nicht wusste, glaube ich, wie dann die Vertragsverhandlungen da verlaufen, aber das Werk wurde schon mal hingepflanzt. Aber ich finde es interessant, so die amerikanische Kultur. Jetzt fährt der eine Billionärs-Amerikaner, fährt jetzt nach London, um sich da eine andere Technologie anzugucken. Mal sehen, wer das Rennen gewinnt. To take a drive around London. I was recently asked to take a drive around London. In a car without a driver, or rather, no human driver. It was a car operated by Waze, a startup that's developing a new approach to autonomous driving. Das ist ja auch, kennt man ja, Bill Gates braucht immer so einen Motivator, so einen Inspirator im Bereich Technik. Steve Jobs war das ja auch. Man fragt sich manchmal, wer war was, war es so rum oder andersrum. Wir sind mal gespannt. Jetzt kommt wahrscheinlich dann das große Investment oder auch nicht. Die Lissabonner beschweren sich, glaube ich, schon, dass so viele Amerikaner sich in Lissabon niederlassen und den Lissabonnern schon die Wohnungen und Häuser wegkaufen. Muss man noch mal anschauen, das Spektakel. Also man sieht, es in der Billionärswelt gibt auch immer Neuigkeiten.